Was soll das? Hey, was machst du hier? Das sind unsere Namen. Die ganzen Scheißadressen, wie wir aussehen. Und wo hast du das her? Spionierst du mir jetzt nach, oder was? Wenn du hier schon alle Daten sammelst, ne? Dann lass doch gefälligst dein verficktes Logbuch nicht einfach auf dem Küchentisch liegen. Schon klar. Ich pass auf. Was willst du überhaupt damit? Ich will das einfach haben. Zur Sicherheit. Sicherheit? Ja. Wir brauchen eine bessere Planung, okay? Wir können nicht einfach so in eine fremde Stadt gehen und eine Aktion starten, ohne uns richtig darauf vorzubereiten. Jemand muss in der Lage sein, alles koordinieren zu können. Das hat man im Kopf. Das schreibt man doch nicht auf, Mann. Wenn das hier die Bullen sehen, ne? Dann landen wir alle im Knast. Du verrätst uns. Verarsch mich nicht. Schau mir in die Augen und sag mir die Wahrheit. Seit wann? Seit ein paar Wochen. Aber Paul ist total übergeschnappt. Sieh das mich an. Und ich? Ich stehe auch auf deiner Scheißliste. Ja. Aber ich hol dich damit raus, okay? Ich mach das für uns beide. Oh, halt die Fresse. Du willst doch nur deinen eigenen Scheißarsch retten. Hey, das stimmt doch überhaupt nicht. Denk doch mal nach. Von unserer Planung ist nichts mehr übrig geblieben. Geschäfte entblasen, die Zerstörung der kapitalistischen Infrastruktur, da stehe ich dahinter. Aber seit kurzem läuft das hier total aus dem Ruder. Wir können doch nicht irgendwelche unschuldigen Leute in Gefahr bringen. Die bewaffnete Fortsetzung der Ideen von Baader-Meinhof ist notwendig, um den rechtsgerichteten Staatsanwalt... Gott, hör dich doch nochmal an! Du wiederholst schon wieder irgendwelche leeren Phrasen aus deinem scheiß linken Politikseminar. Kannst du überhaupt noch eigenständig denken? Verräter. Pass auf. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, das Richtige zu tun. Ich kann dich rausholen. Aber du musst ja sagen. Gib mir das Buch. Wenn du es ernst meinst, dann musst du Opfer bringen können. Gut. Du willst also unbedingt im Kugelhagel sterben? Auf eine Sache kannst du dich verlassen. Die Polizei hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht geändert. Die knallen dich einfach ab. Willst du das, hä? Ich bin raus. Ich will mit diesem ganzen Scheiß hier nichts mehr zu tun haben. Ist mir scheißegal, was du sagst. Das klingt für mich alles nach Verrat. Raus hier. Raus!